Die Schatzgrube in Großpetersdorf wurde ihrem Namen wieder einmal gerecht. Beim Late Night Shopping am 17. Juli 2020 gab es auf die ohnehin schon kleinen Preise noch einmal 30% Rabatt. Auch wenn Sie größere Stücke kaufen, müssen Sie sich um den Transport keine Sorgen machen. Die Schatzgrube stellt für wenig Geld die erworbenen Stücke auch zu. Unter dem Motto Shoppen mit Sinn, ohne Klimbim, bekommen Sie in Großpetersdorf nachhaltige, wertvolle Dinge. Betrieben wird die Schatztruhe von der Volkshilfe Burgenland. Frau Präsidentin, heute in der Schatzgrube in Großpetersdorf, das ist ja ein Betrieb der Volkshilfe, heute besonders viele Leute, weil es minus 30% gibt. Wie oft gibt es denn so Aktionen? Ja, ich bin wirklich als ehrenamtlicher Präsidentin sehr stolz auf dieses Projekt, weil das hat drei Vorteile und keine Nachteile. Das erste Vorteil ist, ich weiß selber von mir, gute Dinge, die kosten halt und dann irgendwann braucht man es nicht und dann tut es einem leid drum. Uns hier in der Volkshilfe schenkt man das. Man weiß, das ist für einen guten Zweck. Zweiter Vorteil ist, dass natürlich die Menschen das sehr billig kaufen können. Unsere Kundinnen und Kunden, jeder ist hier herzlich willkommen und kann für wenig Geld viel kaufen. Das Dritte ist, und das ist ganz wichtig auch, dass wir hier 11 Arbeitsplätze geschaffen haben. Zum einen Schlüsselkräfte, die gut ausgebildet sind, aber immer 6 bis 7 Menschen, die länger arbeitslos geworden sind, die uns das AMS schickt. Das alles ist möglich geworden, weil uns hier der Soziallandesrat Christian Iletic unterstützt hat, weil so ein Projekt natürlich auch in der Haltung, und die Menschen bekommen ja bezahlt, sehr viel kostet. Und das ist wirklich, die Schatzgrube ist ein Schatz für das ganze Burgenland, weil mittlerweile hat der Norden gesagt, ja, wir haben sowas nicht, sind wir umgestiegen auf einen Online-Shop. Man kann die Waren bestellen, wenn sie zu groß sind, führen wir es zu, wenn sie klein sind, verschicken wir es. Also eine Win-Win-Win-Situation, ich bin sehr stolz. Und was sagen Sie zum heutigen Besuch? Ja, damit war zu rechnen, in der Schatzgrube ist alles sehr billig, weil uns die Menschen ja das schenken. Vieles ist nicht einmal noch ausgepackt, vieles schaut wie neu aus. Und dann noch von diesem kleinen sozusagen Preis nochmal 30 weg. Und vor allem auch um die Zeit, wir haben ja normal nicht offen um die Zeit. Und daher ist Late-Night-Shopping auch für uns sehr, sehr wichtig. Nachhaltig Arbeitsplätze schaffen, nachhaltig Menschen unterstützen. Also eine tolle Geschichte. Herr Bürgermeister, heute in der Schatzgrube minus 30%. Wir haben gesehen, es ist voll. Was sagen Sie dazu? Ja, also wir sind sehr erfreut über die Schatzgrube. Erstens ist der Hauptplatz belebt und mit solchen Aktionen, wie es heute Abend hier ist, ich glaube, wenn man sie umsieht, sieht man das am besten selber. Das ist eine hervorragende Aktion für Großpetersdorf und natürlich für das ganze System, das dahinter steckt. Und wir sind froh, dass das bei uns in Großpetersdorf ist. Es ist ja Betrieb der Volkshilfe. Wie kommt man dazu, dass man da in seiner Ortschaft einfach so einen schönen Betrieb bekommt? Ja, also wir haben ein sehr gutes Verhältnis zur Volkshilfe immer schon gehabt und werden es auch hoffentlich auch immer haben. Und als dann eben
gesucht wurde um einen Standort hier im Süden, unten im Burgenland, hat sich hier in Großpetersdorf, wir haben ja fast 4000 Einwohner, hat sich das angeboten und nach kurzen Verhandlungen mit dem Besitzer, weil die Gemeinde ist nicht Besitzer dieses Lokals oder dieser Lokalität, hat sich das alles so ergeben und wir sind wirklich froh, es ist eine Belebung für Großpetersdorf und ich kann mich nur wiederholen, wir sind froh, dass wir so gut zusammenarbeiten. Haben Sie schon was gekauft? Heute noch nicht, aber schon sehr, sehr viel und auch schon sehr viel hergebracht. Frau Halper, Sie sind hier Projektleiterin in der Schatzgrube Großpetersdorf. Wie ist die Aufgabe so? Ja, es ist eine vielseitige Aufgabe. Ich arbeite eigentlich überall mit, im Verkauf, im Lager und zusätzlich habe ich auch die sozialpädagogische Arbeit mit den Transitarbeitskräften, wo wir versuchen, mit den Transitarbeitskräften einen Job in der freien Wirtschaft zu finden. Ich habe ja schon von der Präsidentin gehört, das gelingt ja in den meisten Fällen. Wie viel habt ihr schon vermittelt an die freie Wirtschaft? Na, zurzeit haben wir 3 vermittelt, aber wir haben erst seit September offen und haben geschlossen gehabt aufgrund von Corona. Das heißt eigentlich da relativ viel und ein relativ großer Erfolg. Schon, ja. Seien wir zufrieden, ja. Und was sagst du zum heutigen Ansturm? Ja, sehr positiv überrascht, dass so viele Leute da sind, ja. Rechnen Sie damit, dass das bis um 9 Uhr Abend weitergeht? Ja, schon. Und hat es sich schon ausgezahlt bis jetzt? Natürlich, natürlich, ja. Okay, dann wünsche ich noch weiterhin viel Erfolg und viel Spaß. Vielen Dank, danke schön.